Hallo und herzlich willkommen zum vierten Let's Play von City Skylines. Und eben ist offscreen nochmal hier ein Gebäude abgebrannt. Sehen wir hier auch schon. Zack. Zwei sogar. Oh. Müssen wir mal ganz schnell abreißen. So. Wie hier? Hier herrscht Müllproblem. Wieso denn das? Müll. Mülldeponie Auslastung 25%. Ach, na, fast alle Wagen sind aber im Einsatz. Okay, dann müssen wir das Problem irgendwie nochmal behoben bekommen. Können wir nochmal kurz was wegreißen. Das ist ja blöd, dass hier ein Müllproblem herrscht. Wie sieht es denn aus von der Füllmenge? 41%. Oder war das doch 41? Boah. Okay, das hier muss ich auch nochmal irgendwie anders machen. Das gefällt mir noch nicht. Wir haben 37.000. Wie wäre es denn mit einem Kreisverkehr? Ja, gucke mal. Großer Kreisverkehr. Kleiner Kreisverkehr. Ist das hier eine Autobahn? Ja, der ist ein bisschen größer. Ich glaube, das hier wäre da schon eher geeignet. Oh, das ist auch noch so riesig. Hier. So. Ist passend, ja. Oh, scheiße. Guck mal, wie riesig der ist. Der passt ja einmal in unsere Stadt. Zwei Dinger davon und dann ist unsere Stadt voll. Super. Okay, dann würde ich sagen, ich versuche mal selber einzubasteln. Weil die sind mir alle zu groß. Uiuiui. Das wird jetzt meine Aufgabe. Einen verkackten Kreisverkehr basteln. Gut. Würde ich sagen, mache hier einen und hier müsste ich eigentlich auch einen machen. Und ja, ich weiß, das hat sich gerade komisch angehört. Ein Kreisverkehr. So einen komischen Kreis, da müsste ich ja wohl hinbekommen. Jetzt ist hier diese komische Straße im Weg. Okay. Oh Mann, oh. Oh nö, ist das, ja, ich glaube, das ist unser Iglo-Fischstäbchen-Hauptgebäude. Sieht er jetzt total beschissen aus. Okay, ich versuche es nochmal. Ja gut, der ist jetzt nicht ganz so rund wie gewünscht, aber macht ja nichts. Oh, das sieht so kacke aus. Oh nee. Jetzt kann man das dann noch mal dran anschließen. Ich freue mich schon wieder auf die Kommentare. Eieiei. Was ist das denn für ein Kreisel? Das ist einfach nur so ein scheiß Möchtegern-Ding.
Ein Möchtegern-Kreisel. Na, zumindest sind hier keine Ampeln drin. Das wäre jetzt noch der Hammer gewesen, wenn hier Ampeln drin gewesen wären. Oh nee. Wie sieht denn hier aus? Funktioniert das denn mit der Straße? Ist sie denn überhaupt angeschlossen? Nö. Die ist noch nicht mal angeschlossen. Ah, super. Wie mache ich das denn? Dann müsste ich sie ja eigentlich hinten anschließen, aber dann gibt es hier, gibt es hier Stau. Und guck mal, diesen Anschlusspunkt, den brauche ich zum Beispiel wieder gar nicht. Ah, dieses kacke Aufbereitungslager, das verschwindet denn. Mir's egal. So, dann kann keiner rummeckern, dass hier irgendwas nach Kastenmodell oder dass hier zu viel Kastenmodell drin ist. Ich meine, hier ist noch alles schön und gut. Hier ist alles krumm und schief. Deswegen werde ich wohl nie Straßenbauer. So würden die Straßen aussehen, wenn ich ein Straßenbauer werde. Oder Bauarbeiter. Ich habe Angst. Funktioniert mein Kreisel denn zumindest? Was sucht hier ein Trecker auf der Autobahn? Ich bin gerade so ein bisschen verblüfft, dass dieser komische Kreisel hier funktioniert. Eine Ampel. Wieso kommen hier Traktoren von der Autobahn runter? Traktor. Ich verstehe das nicht. Und so ganz gewünscht funktioniert es denn doch nicht. Boah. Eigentlich kann ich diesen dämlichen Kreisel gleich wieder abreißen. So, jetzt ist das noch nicht mal mehr ein Kreisel. Okay, es ist rund, aber es bringt eigentlich nichts. Und sie fahren hier einfach. Die spawnen jetzt schon die Autos, weil hier zu viele Dingsbumsen sind. Dingsbumsen sind. Gute Beschreibung, ich weiß. Eieieiei. Wie mache ich das jetzt? Ich muss das hier jetzt irgendwie noch verbinden. Wenn ich hier eine Kreuzung hinmache, dann staut sich der ganze Scheiß wieder. Super, jetzt haben wir wieder eine total schiefe Straße. Was ist mit unserer Müllabfuhr los? Überall türmt sich der Müll, ja, auf den Straßen, ich weiß. Weil ich einen Kreisel gebaut habe. Stau gibt es ja schon mal nicht mehr, aber irgendwie sind die hier zu blöd runterzufahren. Wobei, das läuft doch. Wieso staut sich das denn hier drüben? Ach, gut, löst sich auf. Der total sinnlose Kreisel ist doch nicht so sinnlos. Okay, so. Ich gucke jetzt lieber mal bei der schönen Strandpromenade, wo 10.000 Tankstellen sind. Oh, ein Haus. Die Hain-Residenz. Wer möchte denn hier wohnen? Bitte einmal in die Kommentare schreiben. Wer möchte in der Hain-Residenz wohnen? Und hier in der Fassbinder-Residenz, müssen wir gleich auch mal gucken. Bitte in die Kommentare schreiben, weil dann schreibe ich deinen Namen dahin. Und ja. Halt das, was du haben möchtest.
Zum Beispiel die Herbert-Meyer-Residenz oder irgend sowas. Hier, das ist die Fassbinder-Residenz, nicht unbedingt schön. Heidekraut. Die Aussicht ist schön und die Hütte sieht scheiße aus. Hier, guck mal, kann man, hat man einen schönen Meerblick. Tankstelle, was haben wir hier? Ein Café. Drogerie. Ihr könnt auch gerne sagen, wenn ihr gerne eine Drogerie haben möchtet, hier an der Strandpromenade. Müsst ihr euch nur genau den Namen merken. Okay, Drogerie. Ja. Hier, die Antika-Residenz. Okay, wie sieht die aus? Ach so, einen, die haben wir ja da hinten irgendwo schon. Ach, jetzt wird die Sicht verbaut. Von Vogel sein Gedöns. Aha. Okay. Wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, was du gerne hier in der Haftthrone-Residenz wohnen möchtest. Schreib einfach einen neuen Namen dafür rein. Und ja, dann übertrage ich das hier in ein paar Folgen. So, jetzt gucken wir aber nochmal Strom. Brauchen wir auch wieder. So. Nein, 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 nein. Och, nö. Nee. 9000 kriege ich nur zurück. Dann lasse ich das hier lieber stehen. Sieht jetzt zwar total beschissen aus. Ich wollte so eine schöne Reihe machen. Hat keiner gesehen. Wasser passt, könnte man auch bald wieder neu machen. Gesundheit, Friedhof Auslastung 0%. Feuersicherheit. Ja, scheiße, ne? Och Mann, oh. Wie kann man hier ordentlich Geld sparen? So. Juhu, alle werden glücklich. 56% nur noch immerhin. Hm, hier oben brauchen wir unbedingt noch eine Feuerwehr. Für jede Straße ein oder was? Wie wäre es, wenn ich die hier hinbaue? Das ist ja ungefähr die Mitte von dem ganzen Geschehen. Na. Mach das hier hin, so. Ja, langsam freuen die sich alle. So, dann beseitige ich mal wieder abgebrannte Gebäude. War das nur das Einste? Ja, was ist das denn für ein Deutsch? War das nur das Einste? War das nur das Einzigste da? Hoffe ich mal, hier ist Müll. Das ist doof. Oh, und wir brauchen Wohngebäude und Gewerbegebiete. Jetzt muss ich dieses komische Kastenmodell weiterführen. Ich mache das hier noch einen so einen Block, sag ich jetzt mal links. Also einen so einen Abschnitt mache ich hier noch. So, hier bis zum Randgebiet. Und danach möchte ich irgendwie mal... Ja. Aus diesem Kastenmodell so langsam rauskommen, so ein bisschen, so ähnlich wie bei der Strandpromenade, so ein bisschen schräg halt bauen. So. So. Dann machen wir hier mal Gewerbegebiet. Flupp. Damit wir das auch wieder so ein bisschen abdecken. Und hier ganz viele Wohnungen. Das heißt, wir haben gleich wieder zu wenig Strom wahrscheinlich. Und Wasser brauchen wir dann wohl auch wieder neu. Ja, Strom könnte gut angehen, dass das gleich weggeht. Boah, 4600 die Woche mal schon ein Plus. Und Müll brauchen wir auch mal was Neues.
Ah, 7000 Einwohner brauche ich, dann spare ich mal lieber gleich auf die Müllverbrennungsanlage. Ah, da produziere ich dann auch noch Strom mit. Cool. Müll funktioniert ja anscheinend wieder hier vorne. Was fehlt hier denn? Einer ist gebildet, 5 überqualifizierte Arbeiter. Gut gebildet, wow. Ist doch gut, wenn die überqualifiziert sind, oder? Hoffe ich mal. So, ach, Wasser. Wasser habe ich vergessen. Wir könnten auch demnächst, glaube ich, mal ein neues Stadtgebiet dazu kaufen. Wir müssen bald mal expandieren. So wie es hier momentan aussieht. Okay, daran haben wir jetzt gar keine Nachfrage. Oder so gut wie keine. Okay, Gewerbe wird noch ausgebaut. Ach, wieder eine Drogerie. Existiert unser Deutschland-Shop denn hier noch? Hat sich alles ein bisschen verändert. Mal gucken, ob wir irgendeinen wieder finden. Hier, D&M. Oder DN. Wieso habe ich hier D und M? Sollte das nicht mal H&M heißen? DM. Wie komme ich auf D&M? Oh Mann. Bio-Lebensmittel. Tante Emma-Laden. Boah. Der hat sich aber. Der hat sich immer hochgearbeitet. Ist nur ganz schön laut hier irgendwie. So, Apotheke. Deutschland-Shop, hier ist er ja. Oh gut, es ist mittlerweile ein Burgerladen geworden. Egal, wir lassen den Namen so, hoffen wir mal, dass er nicht pleite geht oder verbrennt. So. Ist er auch mittlerweile schon schön. Was gibt's hier? Wie, Kriminalität so hoch? Muss ich da jetzt auch noch eine Polizei einbauen oder was? Nö, ist alles in. Ja, außer der Tauster. Ansonsten ist alles im grünen Bereich. So, dann baue ich hier noch mal ein bisschen weiter. Das hier überall anzuknipsen, was ist, wenn ich da drauf rück? Ach, upgraden war das. Ach so, knipst er das nicht an, okay. So, jetzt sind wir mittlerweile schon bei den Kackgewerken. Bei den Korkgewerken. Wegklicken, so. Gut. Bevor wir hier unten weiterbauen, mal ganz kurz Zwischenbericht. Ja. Was ist mit unserer Müllabfuhr los? Ja, da müsst ihr noch ein bisschen warten. 30 Einwohner mehr und dann klappt das wieder. Na. Ja. Wir brauchen mehr Strom und mehr Geld und alles. Boah, schon. Plus 6500. So, hier sieht das auch schon ganz gut aus. Bildung, Bildung, Bildung. Ne, das ist Müll. Oh. Große Kleinstadt. Große Kleinstadt. Wir sind jetzt eine große Kleinstadt. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 7000, haben wir. Neue Gebiete schon wieder 2x2 Kilometer. Steuerrichtlinien, okay. Neue Dienstleistungen, einzigartiges Gebäude und eine U-Bahn, geil. Oh Gott, und ganz viele neue Richtlinien.
Neue Zonen, dicht besiedeltes Wohngebiet und dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Und ein Bürogebiet. Cool. Was baue ich hier denn? Ach, Müllverbrennungsanlage. Genau, Kosten 30.000 können wir uns leisten. Wir haben 70.000. Ja, gut. Wo bauen wir das hinten? Kreisel? Ja, das ist ziemlich dämlich, das hinzubauen. Möchte ich hier später noch eine Stadt hinbauen, ist die Frage. Wenn ja, baue ich diese Dinger hier nicht hin. Baue das mal lieber hier hin. So, die kann denn da drüben das versorgen. Das sollte erstmal reichen, glaube ich. Außer Betrieb, Müllverbrennungsanlage, drei Fahrzeuge. Da kommt schon noch. Okay, die holen sich ja wahrscheinlich auch Müll von den normalen Bürgern. So, Industriegebiet. Machen wir mal hier mit einem fetten Pinsel. Im Kreise möchte ich das gerne ungern. Möchte ich es gerne ungern haben. Was ist das denn für ein Satz? Weil dann parken sie da zwischendrin. Würde mir nicht so gut gefallen. Nicht so gerne gefallen, wollte ich schon wieder sagen. Oh. So, hier hinten will ja keiner wohnen. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. So. Jip. Jip. Und Bürogebäude an der Promenade. Für die teuren Büros. Machen wir hier so ein bisschen. Ne, die dicht besiedelten Dinger, die will ich hier nicht unbedingt haben. Jip. Mal gucken, was hier draus denn wird. Plupp. Okay, und dann machen wir mal auch ein bisschen dicht besiedelt hier zwischen. Okay. Boah, was wären das denn für riesige Türme? Einkaufen bis zum Umfallen. Oh, das ist ein kleines, ja, oder ziemlich schmales Kaufhaus. Das ist ein Elektronikmarkt, okay. Und Wasser haben sie natürlich noch nicht. Aber einen schönen Ausblick haben sie. So, knüpfen wir hier an und... Moment, ich könnte es ja auch hier in die Kacke anbinden. So, dann haben wir es jetzt verbunden direkt mit dem Kackewerk. Geht jetzt direkt Frischwasser hier einmal durch und ab ins Kackewerk dann. Ist doch super. Okay, haben wir denn ein Klärwerk auch mal freigeschaltet? Nein. 16.000. Müll. Auslastung 38% und Müllverbrennungsstatus ist ja ziemlich im Keller. 100% ausgelastet. Außer Betrieb immer noch. Warum? Gebäude verschieben möchte ich gar nicht. 27 von 27 Fahrzeuge im Einsatz. Okay. Mir fällt gerade ein. Ach nee, Hochspannungsleitung brauchen wir gar nicht. Ist ja hiermit angeschlossen. Die leuchten rot, warum? Kommen hier nicht genügend Müllautos hin oder was?
Bauen wir uns einfach noch eine dahin. So. Und hier könnte ich eigentlich mal so einen Abschnitt von Autobahn hinbauen. Dann fahren die vielleicht schneller links. Und hier hoffe ich mal, dass hier der Müll mal wegtransportiert wird. Gut, wie sieht die Stromversorgung aus? Das sollte demnächst mehr werden, wenn die hier, wenn die Müllverbrennungsanlagen mal arbeiten würden. Okay, wie sieht's hier aus? Feuer. Ach ne, Gesundheit ist das. Ja, hier ist eine Feuerwehrwache. Muss erstmal reichen. Bildung ist wie immer im Keller. Ach nö, noch nicht mal. Das ist jetzt ungewöhnlich. Müllverbrennungsstatus, ja. Naja. Kommt schon noch. Gesundheitswesen. Krematorium, Verfügbarkeit. Haben wir schon welche? Krankenhaus haben wir hier. Was ist das hier? Arztpraxis. Hm. 65.000. Wir müssen noch ein bisschen sparen. Lecker Kacke. Und sonst irgendwelchen Chemikalienresten. Von denen hier oben. Hier ist so ein schöner See, den könnte man vergiften. Boah. Bah, wenn hier einer ins Wasser fällt. Bäh. Schön in die Kacke rein und in die Pisse und sonst was. Lecker. Na okay, da würde ich sagen, Herr Arthur Holmes, ich wünsche, was wünschst du? Ich wünsche, in unserer Stadt gäbe es mehr Parks und Orte. Verdammt, ich kann das Haus nicht umbenennen. Okay, dann würde ich sagen, sehen uns nächste Folge hoffentlich wieder. Und ja, mal gucken, was wir hier dann noch so anfangen. Und naja, dann bis dann. Tschüss.